I don't know what it was brought you to Prim, youngster, but you might want to rethink your plans. Town's gone. Johnson Nash. Who are you? Johnson Nash is my name. Husband to Ruby Nash. Lived in Prim going on 8 years now, thick and thin. I'm a trader primarily, for what it's worth with things like they are. I also run the local Mojave Express outpost. Na dann, I'm a courier with the Mojave Express. Well, I don't got any work right now, sorry to say. Ja. Ich meine, ich bin ja einer dieser Kuriere, die durch eine infizierte Stadt gehen, voller Powdergänger, um nur zu fragen, ob ein Job da ist. Oh, ich glaube, das würde ich mir sogar im echten Leben abkaufen. I lost a package I was supposed to deliver. I'll tell you whatever I can. You have a delivery order you can show me? What can you tell me about this job? Show delivery order. Oh, so you're talking about one of them packages. One of them. That job had strange written all over it, but we couldn't turn down the caps. What was strange about it? That cowboy robot had us hire 6 couriers. Each was carrying something a little different. A pair of dice, chess piece, that kind of stuff. Last word I have in the office, it looked like payment had been received for the other 5 jobs. Guess it was just your chip that didn't make it. First deadbeat we hired to do the job canceled. Hope a storm from the divide skins him alive. Okay. Well, normale Reaktion? Heilige Scheiße. Some man stole my package. A man in a checkered suit and some fucks. Did they pass this way? Well, now that you mentioned it, a few nights back, one of the townies was out scavenging for supplies. He said he saw a fellow with a daisy suit come through with some of them Great Khan misfits. They was talking about a chip. One of those men shot me. I need to know the best way to get to them. Well, for that, your best bet is going to be talking to Deputy Beagle. Since they came to town, yeah. He was keeping a good bit of notes on him, and he was slinking around Bison Steve when your pretty boy friend came through. He may have heard where they were going. Yeah, mein Freund. I'd like to ask about you something else. I guess I don't have anywhere better to be. Okay, ich bräuchte hier mal. Do you have anything for sale? Sure, have a look. Schön zu sehen, dass er alles dabei hat. Jetzt erstmal hier Munition. So, eine geht aufs Haus. Sehr gut. Pleasure doing business with you. Mir weniger, aber auf jeden Fall. See you later. Bye. Oh, danke aber auch. So, erstmal wieder raus. Ich hoffe jetzt einfach mal nicht, dass hier ein paar Gegner nachgespawnt sind, weil das passiert bei mir gelegentlich. Aber dann wiederum, Prim müsste da eigentlich eher normaler sein. Zum Glück. So, jetzt erstmal hier die paar Waffen zuweisen, die ich neu gekauft habe. Die wird jetzt erstmal hier die Varmint Rifle ersetzen. Ansonsten, ja, ich glaube für den kommenden Part bräuchte ich echt diese Pistole hier. Aber dann wiederum... So oder so werde ich jetzt am Eingang überrascht, also von dem her. Ja, scheiß drauf, ich nehme die M16. Du. Scheiße nochmal. Sieht einfach nur komisch aus. So, jetzt ist mir. NYPD, motherfuckers! Drop your pants! Fuck! Jetzt darf ich mehrmals Bilder schießen, toll. Bitte flankier mich nicht, bitte flankier mich nicht! Es gibt nichts Besseres, wenn so ein Spast reinkommt und einen verkrüppelt. Dann ist der Charakter kurz, sage ich mal, wegen einem Schmerz beschäftigt und währenddessen knallen sie einen ab. Ist mir nicht zum ersten Mal passiert. So, Pack of Cigarettes. Eigentlich wollte ich euch draußen erledigen oder zumindest hier draußen, aber so viel zum Thema. Okay. Na dann. Warum nicht? Vielleicht noch irgendjemand, der lebt? Nein? Cool. So, alter Schwede. Deputy Deagle sieht jetzt mal ein bisschen komisch aus. Oder natürlich, er wurde gedeagelt. Ja, ich bin schon ruhig. So, das ist mir. I don't suppose you came here to rescue me. Ah, Beagle! Oder Bagel. Upsi.
Das ist peinlich. You must be Deputy Bagel. Why, yes I am. It's a pleasure to meet you. I'm in a bit of a predicament here. I'd be most appreciative Nicht if nur you'd du. Set me free. I hear you may have information on some cons that came through here with a guy in a checkered suit. Indeed I do, good sir. Oh. I'll be thrilled to share that information with you as soon as I am released from captivity. I set you free now. Oh, that's just marvelous. I think I'll be making my way outside now. The air is a little close in here. Oh, nein. Sprache 25. If you try to run away instead of fighting at my side, I'll kill you myself. Das gefällt mir doch. Why, of course. I'd never let you fight my kidnappers with my help. Without it. You lead the way. Ach, das erste war schon richtig. Okay. Hier. Nehme ich mal das kurz mit. Oh, Atomic Cocktail. Die sammle ich eigentlich verdammt gerne. Einfach nur so, weil sie ziemlich nice aussehen. Aber ansonsten, einen genauen Grund gibt es eigentlich nicht. Und nochmal kurz hier. Tales of a Chunktown Jerky Vendor. Das ist sehr gut. Ansonsten, nope, nichts mehr. Sehr gut. Und zum Glück habe ich eigentlich noch ziemlich viel Freiraum, bei dem ich was mitnehmen kann, weil ansonsten wäre es jetzt ein bisschen eng geworden. Ich glaube, ich trinke noch kurz was. Ich muss vor allen Dingen noch kurz schauen, ob ich vielleicht die Flaschen von dem Getrunkenen jetzt automatisch wieder bekomme, weil es wird schon ein bisschen scheiße. Purified Water, hier. Nope, kriege ich nicht. Obwohl. Nope, sehr gut. Lass mich raten, das war jetzt Dirty Water. Ja, sehr gut. Ansonsten, Deputy, komm mit. Ich mag vielleicht die Kleidung, die ich momentan anhabe, von deinem Sheriff geklaut haben, aber es tut ja sowieso gerade eben nichts mehr zur Sache, nehme ich mal an. Und noch dazu wollte ich eigentlich nicht den Kleber aufheben. Mir wieder rein. Ich glaube, hier liegt dann nichts mehr Interessantes, oder? Nope. Oh, sehr gut. Echt schade eigentlich. Ah, okay. Oh! Ha, nein. Wäre auch zu schön gewesen. Ich habe möglicherweise vergessen, ihn zu untersuchen. Oh, okay. Nicht schlecht. Nuka-Cola. Ich glaube, das werde ich sogar mal wieder beginnen zu sammeln. Weiß nicht warum, aber ich habe jedes Mal einen Fetisch darauf. Kaugummi. Ich glaube, ich werde sogar mal so machen, und zwar diesen Bagel, oder wie gesagt, Deputy mal hier stehen zu lassen. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, weil KI und lange am Leben bleiben, zumindest bei mir, nicht direkt der Fall. Wait here. Don't leave me here too long. I can't wait forever. Ach, nur ein paar Tage. Beruhig dich. So, jetzt mir rein. Lalalala. Muss eigentlich zugeben, eins, was ich bei dieser M16 auf jeden Fall hier mag, ist, dass die 5.56 Munition überall gibt. Sei es bei NCR-Soldaten, Powdergangers, überall. Aber entgegen die Waffen wird, was war es, 12.7mm Pistole, und ja, das gibt's. Diese Munition findet man sehr, sehr selten. Außer natürlich bei der Legion oder gelegentlich bei Fiends, aber ansonsten kenne ich jetzt nicht besonders viele Leute, die es jetzt mit sich tragen. Außer vielleicht spezielle Charakter. Upsi. Schnell aufmachen! Vorkriegsgeld, sehr gut. Das ist eigentlich auch mal ziemlich nice, wäre, wenn es eine KI geben würde, die auch rumschleicht und man die eigentlich kaum hören würde. Zumindest so in der Art und auch mal ziemlich überrascht werden könnte. Zumindest würde ich es ziemlich toll finden. Oh, ich eigentlich schon mal dabei bin, das war nicht der Hänger. Guck mal ganz kurz, ob ich vielleicht hier ein Magazin dabei habe, mit dem ich für eine kurze Zeit besser reparieren kann. Ihr wisst vielleicht, was ich meine.
Fixer, nope. Schade aber auch. Wohl. Ach nee, okay, passt. Eine 9mm. Dankeschön. Hier waren meine Füße, ich dachte schon. Okay, Mülleimer, aber nichts drin. Schade aber auch. Hallo, Big Johnny ist hier. Irgendjemand? Vielleicht? Fuck. Weiß nicht, wo ich hin soll. Ich muss ehrlich sein. Von hier kommen gleich Gegner und von hier. Von dem her. Ich kann jetzt nur aufpassen, dass ich vielleicht die Leute, die kommen, erschieße. Aber. Oh mein Gott, eine Dümer! Sag mal, eine verfickte Dynamitstange hier drin zu zünden! So ein Dachschaden? Nicht wirklich. Aber ihr habt ja gerade eben gesehen, warum ich die Dynamitstange hier so toll finde oder allgemein explodierende Sachen. Und ich sollte vielleicht genauer sein. Granaten. Fuck. Du kleine Arschgeige, ich werd dich durchnehmen. Und das ist das Letzte, was ich tun werde. Oh mein Gott. Ja, Hauptsache er hat mich noch einmal getroffen. Ui, noch ein Stimpack. Ich bräuchte jetzt vielleicht diesen Doktor. Kasten. Auf jeden Fall das, was ich vorhin aufgehoben habe. Ja, sehr gut.